Ja, so, wir sind das letzte Mal bei den Varanen, nicht bei den Varanen stehen geblieben. Wir sind das letzte Mal über Korinnes stehen geblieben, meine lieben Freunde. Wir haben das Gebiet über Korinnes erkundet, haben die Keile erledigt, waren an dem Turm, an dem Leuchtturm besser gesagt von Jack und haben uns dort mal erkundigt, ein bisschen gejagt und ja. Haben etwas gefunden, was wovon ich dachte, das hatten wir schon verkauft. Aber hatten wir noch nicht, weil wir noch gar nicht da waren. Und jetzt geht es auf die Suche nach den Truhen, die wir noch nicht geöffnet sind. Da wir suchen sie nicht, wir wissen ja, wo sie stehen. Aber das, meine lieben Freunde, seht ihr nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, meine lieben Freunde, letztes Mal sind wir oberhalb von Korinnes rumgelaufen. Regnet das? Oder höre ich da gerade was anderes? Hat es eigentlich innerhalb dieser Mod überhaupt schon mal geregnet? Während wir gespielt haben, ich glaube noch nicht, ne? Nee, es regnet nicht. Hier ist irgendwo Wasser. Das hat mit Wasser zu tun. Und das Spiel muss einmal laden. Das ist natürlich, das kennen wir alle schon. Gut. Ja, wir sind ja hier oben stehen geblieben. Auf dem Weg zurück nach unten, um ja, uns die Truhen zu holen, die bei Erol noch rumstehen oder die bei Onas Hof noch rumsteht, wo wir die Banditen getötet haben. Und ja. Das wollten wir ja machen, da wir Schlösser knacken gelernt haben, letzte Folge bei Torben. Da hatten wir ja unsere 10 Lernpunkte dafür. Und jetzt geht es Richtung Onas Hof wieder, denn wir wollen die, ja, die Truhen endlich leeren, ausräumen, die wir extra, ja, also extra von Feinden befreit haben. Und ja, dabei ist mir aufgefallen, dass wir da oben noch gar nicht waren. Und dabei haben wir auch die gute Armbrust hier gefunden, die leichte Armbrust, die wofür wir 40 Stärke brauchen, um sie zu benutzen. Ja, Armbrüste brauchen Stärke. Sie sind aber stärker wie unser Bogen. Der macht nämlich einen Schaden von 60, während unser Bogen nur einen Schaden von 35 macht. Ja, so. Wir wollen. Oh, es wird dunkel, merke ich gerade. Boah, das kriegen wir wohl hin. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Onas Hof. Das einzige Problem, warum das Spiel so laggt, ist diese Schwaff. Nein, das sage ich jetzt nicht so. Das ist die Stadt Korinnes, weil da so viele Menschen und so viele Gebäude auf einmal auf einen Haufen stehen und dann laufen die Menschen ganz hin und her und ja, das macht der Grafikkarte ein paar Problemchen, obwohl ich den ganzen Einstellungen hier schon ziemlich ja, heruntergedreht habe. Ja. Gut. Aber was wollen wir machen? Wir können da nichts machen. Denn, ja. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Da müssen wir wohl in der Taverne ein bisschen schlafen gehen. Weil ich will nicht, dass ihr nichts seht. Und ich sehe da nämlich auch nichts, wenn es dunkel ist. Aber wir kommen ja jetzt erstmal zur Höhle bei Erol. In der Höhle war es ja eigentlich relativ hell, weil da ja Feuer brennt. So viel ich das noch weiß. Kann mich auch irren. Und ja, ich irre mich. Denn hier ist. Doch, hier ist ein Feuer. Wusste ich doch. Da ist ein Feuerfeuer. Wir speichern hier einmal. Damit wir die Truhen öffnen können. So. So, rechts, links. Scheiße. Rechts, links, rechts, rechts, links. Nein. Rechts, links, rechts, rechts. Rechts. Oh. Fisch. Oh. Guck mal, haben wir schon wieder drei Dietriche. Das passt ja. Na. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich Genau, diesen das Laden war nicht ein auf. Schlüssel. Diesen Schlüssel kriegen wir woanders. Das weiß ich, glaube ich, schon, wo wir den kriegen. Oha, wir müssen eindeutig zur Taverne. Das ist ja schweinedunkel, ist das ja hier. Und der Erol bleibt da einfach schon sitzen. Da läuft bei ihm. Er muss nicht schlafen. Nö. Überhaupt nicht.
Gott, Alter, ist das dunkel. Ich sehe das hier auch vom Zweitbildschirm auf dem, wie das Spiel aussieht, und das ist verdammt dunkel. Und eben eine Fackel anmachen, damit überhaupt was gesehen wird, weil es wird wirklich schon verdammt dunkel. Und ja, niemand weiß, wie ihr euren Monitor eingestellt habt oder wie eure Gamma-Einstellung ist. Deswegen, ja, mache ich mal lieber eine Fackel an. So, die kann jetzt auch schon wieder aus. Dann können wir eben schlafen gehen. Und dann haben wir da keine Probleme, denn wir haben ja hier ein Bett, ein Bett, ein Bett, wo wir eben einfach mal schlafen gehen können. Ich glaube, das war das. War das. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja, das war unser Zimmer. Das war perfekt. So. Gab es hier nicht auch noch eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten? Gut, Scheiße. Gut. Speichern wir nochmal. So. Oh, Dietrich ist gleich abgebrochen. Okay. Oh, zweimal links. Super. Ein Gold. Zwei Dietrich verbraucht für ein Gold, Alter. Unglaublich. Genau, hier war ja nichts. Das war ja nur Abstellraum. Und ja, die Tür kannst du mal wieder schließen. Danke. Super. Gut. Gucken wir einmal hier. Hallo? So. Und mir hier noch die Truhe. Ja, gut, da war nichts. Die hatten wir schon. Ja. Ach, die Truhe war aber. Genau. Gut, dann speichern wir das nochmal. Ich hoffe, da bricht uns nicht noch mehr so viele. Mist, davon war okay. Okay, links, rechts, rechts, links. Oh, das war reinstes Glück, dass ich das so geschafft habe. Ja, ist auch ein guter Trick, ist auch etwas Gutes dabei, wenn da steht hier, fang von vorne an, anstatt dass das Dietrich, dass er Dietrich abgebrochen ist. Gut. Gut, dann, ja. Gehen wir mal wieder raus. Denn wir wollen ja ein paar Truhen öffnen gehen. So, wo war die nächste Truhe? Genau, da können wir noch später hin. Wir gehen aber erstmal bei Onas Hof hin. Ach ja, genau. Bei wo wir Elvridge gerettet haben, die Banditen, die haben ja noch ein paar Truhen gehabt, die wir so eben knacken konnten. Ja. Es hört sich hier alles voll nach Fleischschwanz an. Und hier Fleischschwanz? Fleischschwanze? Oder waren die da? Ich weiß es nicht. Hört sich voll danach an. Jedes Mal, wenn ich hier lang gehe. Nö. Keine Fleischschwanzen. Das hört sich jedes Mal danach an. Fleischschwanzen. Ich mag keine Fleischschwanzen. Doch, ich mag. Nein, die Aussage ist jetzt. Fleischschwanzen sind zum Zermalmen da. Die tun nämlich einiges und geben ihnen trotzdem Erfahrung. So. Gut, dann geht's jetzt erstmal weiter. So, die beiden haben wir ja schon. Mit denen haben wir ja schon alles durch. So, jetzt gehen wir aber eben schnell. Okay, das Springen hilft auch nicht mehr wie damals. Ja, Gothic 1 konntest du noch so ziemlich weit springen, aber wir haben noch keine Akrobatik. Vielleicht hilft die Akrobatik ja. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So. Gut. Müsst ihr auch gleich da sein, ja. Wie sieht es denn hier so aus? Ja, 28 Stärke, 50 Geschick. Damit kommen wir schon einigermaßen hin. Ja, wir haben jetzt unseren. Wie heißt die Waffe noch gleich? Oh, ich vergiss heute auch alles. Rapier, meine ich, heißt das Vieh. Heißt das Schwert doch? Ja, das ist ein Rapier. Besser als der Degen.
Und genau, hier sind die beiden Truhen, die wir locker flockig mit Schlösserknacken öffnen können. So. Links, rechts, links, rechts. Scheiße. Die Tür. Links, rechts, links, rechts, rechts. Scheiße. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. Puh. Alter, dann eher, aber gut. Ja, haben wir noch ein paar Dietriche, so ist das ja nicht. So ist das ja überhaupt nicht. Wir speichern nochmal, falls wir doch zu viele Dietriche verbrauchen. Das ist eine Heilpflanze. Links. Scheiße. Links, links, rechts. Okay. Links, links, rechts, rechts. Okay. Links, links, rechts, rechts, rechts. Links. Top. Oh, nochmal ordentlich. Bisschen Geld gesammelt, das ist doch super. Ja, mein kleiner Kater ist wieder neben mir und schnurrt sein Bestes. So, wir haben hier so die Heilpflanze, können wir noch mitnehmen. Nehmen wir aber glatt mit. Gut. Ich glaube, das waren erstmal alle Truhen, die wir so gefunden haben. Wenn wir noch irgendwelche, wenn ich eine vergessen habe, könnt ihr mir das ja eben in die Kommentare hauen. Ne, dann werde ich die aber wahrscheinlich in der nächsten Folge dann, oder in den nächsten Folgen dann irgendwie mal looten. So, da wir ja jetzt alle Truhen haben, gehen wir jetzt locker flockig mal hinter Seekops Hof. Da werden wir dann wahrscheinlich auf Sagitta treffen und ja. Ach, für alle, die es noch nicht wissen, die Gothic spielen und Spine benutzen, es gibt bei Spine eine Mod jetzt, die heißt sich Autosave. Und damit kann man bei Gothic 1 und Gothic 2 einstellen, in wie vielen Minuten Abstand das Spiel gespeichert werden soll und welche Speicherstände dafür benutzt werden sollen. Finde ich relativ gut. Ich benutze diese Mod jetzt noch nicht. Ich bin aber überlegen, ob ich sie benutze. Obwohl ich ja jetzt selber bei schwierigen Sachen selber sowieso schon abspeichere, weil ich mir das schon angewöhnt habe. Aber wer das natürlich jetzt nicht selber machen will und ein Autosave einstellen will, der sollte sich diese Mod einmal herunterladen und dann kann er einstellen, wie oft das Spiel, in welchem Minutenabstand abgespeichert werden soll. So, komm mal her. So, das war erste Fleischräuber. Feldräuber, ich sage immer Feldjäger, kann das sein? Hey, die Scavenger sind noch da. Da ist nichts zu plündern, nichts zu holen. Hä? Haben die gegen die Wölfe gewonnen? Hallo? Hallo. Wo rennt ihr denn jetzt ganz hin? Hallo. Wolf. Okay, okay. Nein, 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 nein. Also, den Wag lasse ich mal fein in Ruhe. Das mit dem Wolf und mit dem M1-Scavenger interessiert mich das jetzt gerade gar nicht. Jetzt ist die Frage, da ist ja noch ein Wolf. Gut, dann ist das halt so. Hallo Wolf. Da sind noch ein paar Blutfliegen. So. Bombe. So, nichts zu holen. Dann holen wir uns noch eben die Blutfliegen hier vorne. Genau, eine reicht mir. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, Gottes Willen. Aber die kriegen wir schon hin. Oh, halala. Sind das viele. So. So. Nicht ja, zu plündern. Da speichere ich nicht mehr groß ab bei den Blutfliegen. Die müsste mich jetzt eigentlich registriert haben. Jupp, die hat mich erkannt. Da ist tatsächlich ein Wag, Alter. Ich weiß noch nicht, ob ich mich an die Wagen ranhauen soll. Deswegen lasse ich das lieber erstmal. So. So, die nächste Blutfliege bitte.
Komm mal her. Blutfliege. Danke. Ich hab dich schon mal im Visier, Herr Kollege. Die nächste Blutfliege hat mich auch schon im Visier gehabt. So, da haben wir schon mal die nächste. Zack, perfekt. So. Ich höre auch schon Keiler. So wie sich das aussieht. Ist gut. Blutfliegen, Keiler. Was kommt als nächstes? So. Wir sind jetzt direkt. Oder noch ein paar Feldräuber. Hinter der Krypta. Eine nur! Das ist doch die Krypta bei. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht die Krypta bei. Oh. Komm, komm, du kommst doch näher. Danke. Dahin nämlich Blutfliegen und das ist nicht bei Onas Hof. Das mit dem Blutfliegen. Komm her. So. Das war der erste Feldräuber. Ich sag immer Feldjäger, warum? Das sind Feldräuber. Zack. 100%. Aber ich bleib da erstmal weg, weil ich habe da eine ganz blöde Vermutung. Aber wir sind bei Onas Hof. Aber hier sieht mir das aus, als müsste ich da gewaltig aufpassen. Ich speichere mal vorsichtshalber ab. Ich weiß nämlich nicht, was sich hier noch so alles rumkreucht und fleucht. Das ist die Krypta von Onas Hof. Das weiß ich. Ich wusste es. Da, guckt euch das an. Goblin-Skelette. Schon wieder. Und hier haben wir noch eine Krypta. So wie sich das aussieht. Die aber schon ein bisschen zusammengefallen ist. Da gucken wir einmal, was Heilpflanze, rostiges Schwert, was wir hier noch so alles finden. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht so in einem Hinterhalt von Feinden rein. Ja, die Pfeile nehmen wir am besten mal mit. Wer ist denn hier geschaut? Chase, was haltet ihr davon? Okay. Okay, okay. Da ist noch ein Heilkraut. Da sind Blutfliegen. Was? Nein! Ja, okay, die Blutfliegen kommen da nicht durch. Das ist erstmal ein Feldknöterich, den nehmen wir gleich nochmal mit. Die Blutfliegen machen wir anders. Wir kriegen das schon alles hin. Die Goblin-Skelette will ich erstmal fein rauslassen. Bei den Feldräubern nichts zu holen, nicht zu plündern, ja. Gut. Mit den Goblin-Skeletten müssen wir erstmal aufpassen. Ich kümmere mich erstmal um die Blutfliegen, die hier rumstehen. Die Goblin-Skelette sind mir nämlich da ein bisschen noch etwas zu. Ich kann sie zwar mit Feuerball beseitigen, aber die greifen mir alle immer gleich zusammen an. Das ist nicht gerade lustig. So, Herr Blutflieger. Wollte gerade sagen, wollen Sie sich nicht mal mir zuwenden? So. Komm her. Perfekto. So. Wollen wir die Blutfliegen, den Stachel mal eben. Nehmen wir mal. Die Blutfliege habe ich schon ausgenommen. Gut. Ja, jetzt können wir in Ruhe in die Krypta gehen. Also um die Krypta. Müssen nur auf die Goblin-Skelette aufpassen. Ich glaube, wir müssen mal irgendwo mehr Feuerbälle kaufen. Weil die sind extrem stark gegenüber den Skeletten. Gerade den Goblin-Skeletten. Ja, ich habe nämlich keine Lust, dass die. Da ist ja noch ein Feldknöterich, den können wir mitnehmen. Ich habe nämlich keine Lust, die
unvorbereitet gegen die Goblin-Skelette zu kämpfen. Das ist gar nicht lustig, wenn man gegen die kämpfen muss. Das haben wir schon mitgekriegt. Mighty Alien Dwarf. This is all fake. Believe me. Ach ja, dieser mächtige Alien-Zwerg. Ne? Guten alten Easter Eggs hier in Gothic 2. Die Feuernessel nehmen wir noch mit. Was haben wir denn hier noch so? Hier ist ein Schalter. Ich speichere mal vorsichtshalber. Nicht, dass da mit dem Schalter jetzt irgendwas passiert. Wir machen das. So. Da ist noch ein Schalter. Ja. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was da hier unten ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und gleich haben wir hier eine Horde von Gegnern. Wollen wir wetten? Alter Brief. Schwert. Steintafel. Ja, ich wusste es doch. Da sind Skelette. Na, da gehe ich lieber mal wieder weg. Tschüss. Skelette? Nein, danke. Aber das Schwert. Das Schwert war gerade interessant. Ein Schwert. Benötigt Stärke 30. Habe ich fast. Einhandtalentbonus 5. Schaden 40. Okidoki. Also, wir wissen, wo wir hier nochmal weiter erkunden können. Unter der Krypta, hinter Onas Hof. Weil da sind noch ein paar Skelette. Da können wir uns. Die Goblin-Skelette lasse ich erstmal aus. Mal gucken, was wir uns hier speichern nochmal. Ich will nämlich noch wissen, was hier noch mehr ist bei Onas Hof. Ich weiß wohl, dass wenn man hinter der Goblin-Höhle ist, dass da noch Skelette auf dich zukommen. Das weiß. Nein. Verpiss dich. Da sind ganz viele Skelette. Goblin-Skelette und normale Skelette. Der eine hat mich nämlich gerade gesehen. Das habe ich nämlich gehört. Nein. Das lasse ich, lass ich lieber. Mit den Goblin-Skeletten. Das sind ganz fiese, miese Viecher. Da sind wir lieber vorsichtig. Ich guck mal. Obwohl wir die Dings-Mod drin haben, können wir immer noch gucken, was sich so in der Gegend verbirgt. Da ist ein Keiler. Den sehe ich so. Mit dem kann ich mich eigentlich auch. Hallo. Meine Güte. Warum seid ihr so gemein zu mir? Da habe ich mich etwas hinreißen lassen. So, was haben wir denn hier noch so? Oh, sonst haben wir hier erstmal nichts. Sind wir eigentlich erst. Ich bin kurz still. Wusste ich doch! Schattenläufer! Da müssen wir einen gewaltigen Bogen drum zumachen. Das ist nicht lustig, wenn wir einen Schattenläufer hier. Und dann hier sind noch Blutfliegen. Ich weiß nicht, ob wir die Blutfliegen von dem Schattenläufer weglocken können. Wo ist er denn? Da ist der Schattenläufer und da sind die Blutfliegen. Was haben wir hier so? Da ist der Kopfshof. Haben wir sonst noch was in der Umgebung? Okay. Der pennt. Okay. Der pennt. Ich hoffe, der reagiert jetzt nicht auf uns. Das Viech ist nämlich gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. So. Das war der erste. Komm schon. Okay. Siehst du mich? Siehst du mich? Put, put, put. Ich hoffe, der Schattenläufer sieht uns gleich nicht. Meine Güte, Herr Blutfliege. Mensch. Ich dachte, sie reagieren gar nicht. Ich sehe da irgendeine Höhle hinten. So. So, Blutfliege. Blutfliege. Schattenläufer aufpassen. Oh, was ist denn hier los?
Ich sehe da Wagen, ich sehe da Wölfe. Ich sehe da Schattenläufer. So. Ja, das sind Waage. Das sind. Da ist ein Wolf. Da ist noch ein Wolf. Ich hoffe, ich kann den Wolf. Hallo Wolf. Ohne dass ich den Waage kriege, hoffe ich mal. Die Wölfe haben mich nicht registriert, das ist super. Oh, okay. So. So, erstmal. Was kriege ich zu? Komm, Wolf, komm hier. So. Die Wölfe sind auch erledigt. Die haben hier etwas. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nein, ich weiß. Haben wir ein paar. Ein bisschen das Leben ausgehaucht. Ja. Ist mir ein bisschen Wurst. Ein bisschen. Und ein bisschen Brot. So. Damit wir da ein bisschen klarkommen. So. Gut. Das ging noch eigentlich relativ gut hier, muss ich mit ein bisschen hier durchschleichen. Okay, zwei Feldräuber. Glücklicherweise. Glücklicherweise war der erste Feldräuber gleich zu Beginn besiegt. Der Schattenläufer ist da hinten. Da haben wir einen Inos-Schrein. Da sind Wagen. Ich habe immer noch keinen Bock auf die Viecher. Hier an mein Innerschrein. Was hat er denn hier so? Silberkelch, Weinbeere, ein Bergkristall. Ja, Innerstatue, weiß ich. Ich glaube, da lebt Sagitta. Hoffe ich mal. Du Flieger. Die hat uns schon registriert. Das ist schon mal in Ordnung. Danach. Der zweiten Blutfliege werde ich abspeichern. Du hast mich noch nicht registriert. Jetzt hast du mich registriert. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge, meine lieben Freunde. Und dann haben wir hier schon wieder ordentlich erkundet. Also hinter Seekopfshof haben wir ordentlich richtig heftige Feinde. Mit Wagen und Goblin-Skeletten und Schattenläufern und... Ach du, du ahnst es nicht, was wir noch alles rumfliegen haben. Hier haben wir eine Höhle. Wir speichern aber sicherheitshalber ab, auch wenn die Folge gleich vorbei ist. Da sind noch Blutfliegen. Nein. Hier sind noch Heilkraut. Heilkraut. Ja. Nein, nein. Au, ab da. Lass mich in Ruhe. Natürlich. Jetzt laufe ich auch noch gegen einen Baum. Und der Wald greift mich an. Natürlich. Ist er weg? Ist er weg? Gut. So, nehmen wir das Heilkraut hier einmal mit. Oh, das war wirklich knapp. Feuerkraut. Also das war wirklich gerade knapp mit dem Wag. Diese Wagen sind ziemlich böse. Die sind stärker als die Wölfe und ich traue mich da noch nicht so dran an die Viecher. In die Höhle gehen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Gehe hier nochmal gucken, was hier sich so im Umkreis befindet. Ich speichere sicherheitshalber nochmal ab. Ich weiß, wo das da Wölfe sind. Da sind Blutfliegen. So, was ist hier noch so? Da geht es einmal hoch. Da sind noch Pilze. Da hier sind noch Feldräuber, nicht Feldjäger.
Wir gehen einmal hier oben gucken. Dann können wir den Butlerfleisch und die Dunkelpilze alle so mitnehmen. Der Dunkelpilz wird mir einfach gesagt, glaube ich, der ist im Baum drin. So, dann wir eben gucken, was wir hier. Da sind Goblins. Da sind grün, also normale Goblins, grüne Goblins. So, wenn wir jetzt von hier oben gucken, sehen wir die Feldräuber. Okay. Ja, die Folge ist eigentlich so gut wie beendet gleich. Ich will nur eben wissen, was wir uns. Hier ist ein Weg. So eine Waldbeere. Wo geht dieser Weg wohl hin? Kann natürlich sein, dass das der Weg ist, der von dem Jägerlager kommt. Das kann natürlich sein. Da sind Goblins. Die lasse ich jetzt mal aus. Wir gucken uns also in der nächsten Folge erstmal die Höhle da vorne an. Und gehen dann weiter hier unten auf Erkundungstour hinter Seekopfshof. Hoffen, dass wir den Schattenläufern nicht begegnen. Hoffen, dass wir keine Wagen begegnen in der nächsten Folge. Und natürlich hoffen wir, dass wir keine Goblin-Skelette sehen. Oder andere Skelette. Weil die Feuerbälle wollte ich mir wohl noch ein bisschen aufheben. Vielleicht finden wir noch welche. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst ein Abo da. Oder ein Like, ne? Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Endcard und sage tschüttele, haut rein, ich bin Herz und bis dann. Ja, meine lieben Freunde, da sind wir leider schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Feedback da oder einen Daumen nach oben. Und wollt ihr mehr erfahren, wann immer ein Video rauskommt, dann abonniert mich. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer schön benachrichtigt. Und ja, wenn ihr jetzt noch weiter gucken wollt, dann könnt ihr euch hier unten jetzt noch einige Videos angucken. Ich habe einmal die Playlist zu dem Projekt hier einfach verlinkt und ein anderes Projekt, nämlich mein Age of Empires Projekt. Und ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, tschüss, ich bin der Nerz.